Name your game. Und unser Freund ist auch hier. Wie praktisch. Dann können wir ja gleich weitergehen. Sehr schön. Die Stadt der verlassenen Fernseher. Okay. Der Zaun ist schon beschädigt. Das heißt, wir ziehen einfach den Müllcontainer ein bisschen nach hinten. Und machen uns auf den Weg zu einem einsamen und verlassenen Spielplatz. Aber wo ist unser Mate? Das ist die Frage. Was für eine düstere Stimmung macht sich breit. Ich will da nicht rein. Muss ich auch gar nicht. Du willst also ein Tor schießen. Ich schieß das Tor. Jawohl. Und hier ist Rapunzel, die ihr Haar heruntergelassen hat, oder? Vielleicht sind es auch nur einfache Gardinen. Creepy, diese Bilder. Hier kommt Feuer aus einem Mülleimer. Sagen wir, ziehen einfach mal hier ran. Das bedeutet, hinter dieser Wand ist Licht. Weil das schien ihr durch die Augen. Jetzt brauchen wir irgendwas, um das Bild runterzukriegen. Da haben wir es ja. Aber ich durchsuche noch alles andere. Ich vermute mal, hier geht's nicht weiter. Nö. Hier sind 12 Kinderbetten. Wurden die hier gefangen gehalten? Man weiß es nicht. Oh, lass die Tür nicht zu droppen. Wir gehen erstmal hier rüber. Alles andere kommt vermutlich später noch. Das scheint so ein Strafraum gewesen zu sein. Ah, okay. Können wir ein Loch in den Boden machen? Scheint alles sehr, sehr instabil zu sein. Und mit dem richtigen Timing hat es geklappt. Bück dich. Sehr schön. Es bringt mir, glaube ich, nichts, wenn ich hier bin. Wir gehen runter. Hilf mir dran zu ziehen. Jawohl. Und jetzt rein. Rein ins Verderben. Nein, das ist kein gutes Geräusch.
Oh no. Was ist das? Wir sneaken erstmal rum. Wofür soll das denn gut sein? Wissen wir nicht. Oh mein Gott. Das sind Fallen. Wenn ich hier drauf stehe, dann kommt was runter. Na gut, aber man kann gut ausweichen. Und hier ist so ein Kind. Ich glaube, die sind evil. Das sind teuflische Kinder. Wir nehmen zur Sicherheit mal ein Verteidigungs-Item mit. Lol, ich war voll lucky. Okay, der will uns irgendwo hinlocken. Hi! Was gibt's denn hier? Okay. Rein ins Verderben. Jetzt wissen wir Bescheid. Einmal kommt hier was. Easy. Und hier hinten kommt noch mal was. Kein Problem hier. Können wir hier auch durch? Ja klar. Das ist ja gut. Noch was? Nee. Oh shit. Das war gut, der hat mich gut verarscht. Kein Problem, wenn man es weiß, ne? Okay, der Junge will, dass wir mitkommen. Kommen bestimmt noch mehr Fallen. Nee, 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 da fällt gleich ein Schrank. Ich wusste es doch. Achso, es ist nicht zu Ende. Aber unser Kumpel wird belagert. Nein, was macht ihr mit ihm? Lasst ihn in Ruhe, ich kann ihm so nicht helfen. Es ist zu spät. Aber hier gibt es ja einen Hammer. Achtung, hier oben sind noch zwei Fallen. Nein! Oh Gott. Zu spät zugeschlagen. Aua. Hier könnte was runterkommen. Ah, okay. Dankeschön. Aber den Hammer nehme ich trotzdem mit. Ich kann mit dem hier nicht durchgehen. Und hier ist ein Schloss. Oh nein. Das scheint so ein Vorzimmer zu sein. Und hier ist die Schulklasse. Mit der Lehrerin. Ich kann mich hinter den Schülern verstecken.
Solange sie schreibt zumindest. Wir warten noch einen Zyklus ab. Oh nein. Oh nein. Ich versuche mich ein bisschen geschickter anzustellen. Ich komme hier nicht aus. Kann nichts machen. So, jetzt aber mega vorsichtig. Schreib doch weiter, Mann. Okay, die stoppt dann irgendwie abrupt. Schreiben Sie mal weiter, Frau Lehrerin. Der Schlüssel. Ja, damit konnte man wohl doch nicht rechnen. Und die kommt bestimmt gleich hier rein. Erstmal verstecken. Ist das ekelhaft? Nee, du siehst uns nicht. Frau Lehrerin, verpissen Sie sich zurück und machen Sie die Tür zu. Danke! Ah. Jetzt holen wir erstmal den Schlüssel. Heimlich, still und leise. Nein! Scheiße, ich dachte, die hatte schon. Mach doch nicht so einen Lärm. Wie mache ich denn das jetzt? Okay, raus da. Ich warte jetzt noch einen Turn ab. Das ist mir zu heiß. Ich dachte, sie hat uns gesehen. Alter Schwede. Hier ist ein Durchgang, oder? Wo ist sie denn? Als ob sie mich gesehen hat! Ja, dann machen wir es nochmal. Sie darf uns nicht sehen. Die behandelt die Kinder aber auch nicht gut, die Halsabschneiderin. Ja,
erstmal hier ein bisschen durchrushen. Ich glaube, die ist gerade beschäftigt. Die hat Lunte gerochen. Weg da! Weg da! Weg da! Oh. Tschüss! Oh yeah, wir haben's. Aber ich höre da doch wieder was. Wie werde ich denn diesen Bösewicht los? Ah, der verkleidet sich als Gnom. Das war ja out of reach. Mein Gott. Der nächste Versuch. Haha. Perfekt. Komm, ich hau noch mal drauf. Man weiß ja nie. Zur Sicherheit. Once again. And a third time. Dankeschön. Leider kann ich meine Waffe nicht mitnehmen. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Oh nein, ich habe irgendwas gemacht. What the fuck? Die kommt mit ihrem langen Hals da rauf. Das ist ja eine Unverfrorenheit. Also nochmal, und diesmal will ich's. Das kann man nicht sneaky machen. Dann gehen wir halt hier rein. Und hier geht's eh schon weiter. Nee, so sieht's es nicht. Tschüss. Einfach weiter rauf. Schlägt die Kinder, was ist das denn? Ah, okay, ich muss hier gar nicht so weit springen. Oh nein, da kommt irgendwas. Weg da. Nach unten kann ich hier eh nicht. Dann gehen wir rauf und gucken, was uns hier erwartet. Ich sehe hier schon einen Schatten. Wie entkommen wir denn hier? Okay, dieses Rätsel kennen wir vom ersten Teil. Wir schieben also einfach das hier ein bisschen rüber. Leute, wenn ihr auch so eine Lehrerin habt, schreibt's mal in die Kommentare und schreibt mir was über ihre Eigenarten. Das würde mich mal interessieren. Oh nein. Oh nein, das muss jetzt schnell gehen. Oh Gott. Oh Gott, wie komme ich hier raus? So nicht. Also mach schnell. Alright.
Und was machen wir hier? Die kommt sicher gleich rüber. Scheiße, ich kletter hier einfach hoch. Ist mir egal. Nee, es geht nicht. Scheiße, geht's hier? Nee, geht auch nicht. Nee, dann verstecke ich mich einfach. Sie sieht mich nicht. Verpiss dich doch, Mann. Ah, die macht uns die Türe auf. Das finde ich sehr gut. Oder wir können auch hier reingehen. Das dürfte einfacher sein. Ist aber nix. Hier kommen wir nicht rauf. Aber mit dem Teil hier schon. Ich hoffe nur, dass sie hinter der Tür nicht direkt wartet. Ansonsten haben wir ein größeres Problem. Oh. Da sind wir ja. Immer diese rauchenden Mülleimer.